fragen wir nach bei Susanna Santina im libanesischen Beirut. Susanna, wie weit ist man dort an diesem Morgen von dieser geforderten Waffenruhe eigentlich entfernt? Ich würde sagen, sehr weit. In der Nacht gab es wieder schwere Luftangriffe hier, vor allen Dingen auf den Süden, aber auch in der Beka-Ebene. Da wurde ein wichtiger Grenzübergang getroffen und auch Beirut. 11 Raketen stungen allein in Dahir ein. Das ist der Vorort von Beirut, der als Hisbollah-Hochburg gilt. Und die libanesischen Behörden sagen, allein in den letzten 24 Stunden seien 37 Menschen getötet und 151 verletzt worden. Und die Lage für die Geflüchteten wird immer dramatischer. Tausende kampieren ja hier allein in Beirut auf der Straße seit Wochen. Und die libanesischen Behörden sprechen mittlerweile von 1,2 Millionen Menschen, die in Libanon auf der Flucht sind. Und ich denke, das zeigt ganz klar, wie dramatisch die Lage hier ist. Gestern kam noch dazu die Meldung, dass erstmals auch die libanesische Armee in die Gefechte eingegriffen hat und nach eigenen Angaben das Feuer auf israelische Truppen erwidert hat. Wie schätzt du das ein? Ich denke, von der Seite droht keine Eskalation. Die Armee hat sich gestern zu Wort gemeldet und hat betont, dass man nur reagiert habe auf das Feuer, das die israelischen Soldaten eröffnet hätten. Und Experten sagen hier auch, dass die israelische Armee kein Interesse hat, in diesen Konflikt einzugreifen. Offiziere sagten gestern noch einmal, dass es eine rote Linie gebe, die bestehe darin, wenn Israel dauerhaft den Libanon einnehmen wolle. Bis dahin werde sich die Armee auf jeden Fall zurückhalten. Einschätzung von Susanna Santina an diesem Freitagmorgen nach einer Nacht, in der es wieder Luftangriffe auf Beirut gab. Vielen Dank. Und wir bleiben noch ein paar Minuten beim Thema. Zugeschaltet ist uns jetzt der Politikwissenschaftler und Nahostexperte Carlo Massala. Schönen guten Morgen, Herr Massala. Schönen guten Morgen. Über den Libanon sprechen wir gleich. Kommen wir erst zum Iran. Eine israelische Reaktion auf den iranischen Raketenangriff wird wohl kommen. Davon gehen ja alle aus. Wann rechnen Sie damit? Man kann das nicht genau sagen, weil im Hintergrund natürlich eine relativ enge Abstimmung mit den USA stattfindet. Also jede israelische Reaktion muss darauf achten, dass sie eine amerikanische Unterstützung findet. Und gleichzeitig müssen die Amerikaner darauf achten, dass jede israelische Reaktion nicht dazu führt, dass der Iran horizontal gegen die amerikanische Truppenpräsenz in der Region eskaliert. Also von daher glaube ich, dass da noch Gespräche stattfinden. Wenn man sich den Kalender anschaut, muss man leider sagen, ab morgen ist alles möglich. Aber es kann auch noch ein paar Tage dauern. Soweit also Ihre Einschätzung zum Iran. Beirut, wir haben gerade die Bilder gesehen, wurde in der Nacht weiter durch Israel bombardiert, die libanesische Hauptstadt. Und gestern gab es Meldungen, dass es erstmals eine direkte Konfrontation zwischen israelischen Soldaten und der libanesischen Armee gab. Zum ersten Mal seit Beginn der Bodenoffensive ist ein libanesischer Soldat getötet worden. Israel betont ja immer, es führe einen Krieg im Libanon nur gegen die Hisbollah. Was bedeutet diese neue Entwicklung? Ich glaube, dazu hat Ihre Korrespondentin aus Beirut alles Richtige gesagt. Also die libanesische Armee hat weder das Potenzial noch das Interesse, gegen die israelischen Streitkräfte vorzugehen. Sie werden es tun dort, wo sie angegriffen werden. Aber Israel selber macht seine Angriffe eigentlich nicht gegen die libanesische Armee. Es kann dazu sozusagen falschen Aktionen kommen, dann wird es Gefechte geben. Aber eigentlich ist die libanesische Armee nicht das Ziel der Aktion der israelischen Streitkräfte. Und die libanesische Armee ist nicht stark genug, um gegen die israelischen Streitkräfte vorzugehen. Von daher glaube ich, dass das gestern eher eine Ausnahme war als eine Regel, die wir in den nächsten Tagen sehen werden. Es sei denn, Israels Ziel ist es, den Libanon zu besetzen. Dann wird sich die libanesische Armee in diesen Konflikt reinbegeben. Aber das sehen wir momentan nicht. Und gleichzeitig sind im Libanon mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten für die UN-Mission UNIFIL stationiert. Welche Rolle spielen diese Soldaten und wie groß ist die Gefahr für Sie bei diesen direkten Konfrontationen? Also diese Soldaten waren eigentlich dazu da, der libanesischen Regierung zu helfen, die Resolution 1701, die nach 2006 verabschiedet worden ist, vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen umzusetzen. Das ist nie passiert. Diese Soldaten könnten, sollten die Kämpfe sich ausweiten, natürlich in Gefahr geraten, wenn libanesische Konfliktparteien dann Angriffe auf diese Soldaten durchführen. Aber ansonsten verharren sie, genauso wie 2006, jetzt in ihren Hauptquartieren,
und warten, wie der Konflikt verläuft. Sie werden keine aktive Rolle einnehmen, werden sich aber verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Jetzt haben wir über den Iran gesprochen, über den Libanon. Es gibt eine weitere Eskalation seit gestern im Westjordanland. Zum ersten Mal seit Jahren hat Israel Ziele im Westjordanland bombardiert. 18 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Also mehrere Fronten. An mehreren Fronten ist Israel tätig. Welche Strategie insgesamt steckt da dahinter? Naja, die israelische Strategie ist eine Strategie des Zeitgewinnens und sie ist eine Strategie, und das sehen wir jetzt gerade im Libanon, mit aller Härte die militärischen Fähigkeiten und die personellen Fähigkeiten ihrer Gegner zu reduzieren. Es ist aber keine politische Strategie. Also es gibt keinerlei politische Pläne für die Zeit danach, wann immer die kommen sollte, sondern es ist eine rein militärische Strategie, die darauf abzielt, Zeit zu gewinnen. Mit Blick auf den Libanon auch es den israelischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen im Norden zu ermöglichen, wieder in ihre Häuser zurückzukehren. Aber ein politischer Plan ist dort nicht abzusehen. Aktuelle Einschätzungen des Politikwissenschaftlers und Nahostexperten Carlo Massala. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.